Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Rainer Nonnenmann, Musikwissenschaftler, und ich freue mich sehr, Ihnen eine kleine Einführung geben zu können zu der von Tim Otto Roth entwickelten Raum-Klang-Licht-Bewegungsinstallation Heaven's Carousel, auf der sein neues Stück Cold Harmonies abgespielt wird, und zwar hier in St. Gertrud, der Kirche in Köln, in der Krefelder Straße, vor der wir gerade stehen. Das Projekt hat mehrere Stationen schon im In- und Ausland durchlaufen und ist jetzt erstmalig in Köln hier zu erleben. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Gebäude. Es ist ein Entwurf des Kölner Architekten Gottfried Böhm im Stil des sogenannten Brutalismus, der sich maßgeblich darauf bezieht, dass es Sichtbeton ist, sowohl in der Außen- als auch in der Innenarchitektur. Wir sehen einen sehr spitz hoch zulaufenden Turm und nach außen zur Straßenseite hin gewendet drei hochaufragende Kapellennischen mit Lichtern. Im Innenraum haben wir auch eine sehr verwinkelte Struktur, das so ein bisschen höhlenartiges Gefühl gibt. Und weil es im Raum relativ wenige kleine Fenster gibt und größere Fenster sich auch verhängen lassen, hat das den Effekt, dass der ganze Raum einen immer, auch bei hellem Tageslicht, in ein mystisches Halbdunkel gehüllt ist. In St. Gertrud gibt es ein Projekt Kirche plus Kultur, das seit einigen Jahren auch dafür sorgt, dass im Kirchenraum Ausstellungen, Präsentationen aus den Grenzbereichen zwischen Musik, Klangkunst, Installation, auch durchaus mit Bezügen zu Wissenschaft oder auch Medizin präsentiert werden. Und all das zeichnet eigentlich diesen Ort maßgeblich dafür aus, nun auch Schauplatz des Heaven's Carousels von Tim Otto Roth zu werden. Ich lade Sie ein, mit mir in die Kirche zu kommen. Der Komponist und Konzeptkünstler Tim Otto Roth entwickelte das Heaven's Carousel 2014 in Zusammenarbeit mit dem Hubble-Weltraumteleskop, das die NASA zusammen mit der ESA im Weltraum betreibt. Wir sehen die Konstruktion hier in der Mitte von St. Gertrud über einen Hebekran unter die Decke aufgehoben, von einem sternförmigen Konstruktion gehen Stahldrähte hinunter, die in drei Ebenen insgesamt 36 Lautsprecherkugeln halten, die sowohl als Lautsprecher als auch über Lichtdioden mit unterschiedlichen Farben gesteuert werden können. Über ein Computerprogramm einzelne Kuben lassen sich sowohl auditiv als auch visuell animieren. Und über das Ganze, im Grunde handelt es sich um eine 36-kanalige Lautsprecher-orchestrale Anlage, über die sich ganze elektronische Kompositionen abspielen lassen, wie wir das ja auch mit den Cold Harmonies, dem neuesten Stück von Tim Otto Roth, erleben werden. Wenn man in die Mitte, ins Zentrum dieses Rotationskörpers begibt, ist man komplett umgeben von rotierendem Licht und rotierendem Schall. Und man ist quasi sozusagen das Zentralgestirn dieses kleinen Mikrouniversums. In dem Moment, in dem man sich etwas exzentrisch bewegt und gar aus diesem Rotationskreis heraustritt, verändern sich die Relationen der Klänge und Lichtpunkte zu einem selbst. Das heißt, Entfernungen werden immer wieder größer und auch geringer, mit dem Effekt, dass Klänge auf einen zufliegen und von einem wegfliegen. Bei höherer Geschwindigkeit, wenn die Fliehkräfte die Kugeln nach außen treiben, hat das auch eine Geschwindigkeit, dass wir so etwas wie den Doppler-Effekt schon bemerken können. Also bei einfachen liegenden Sinustönen beginnt der Ton, wenn er uns sich annähert, lauter zu werden und höher zu werden. Und in dem Moment, in dem man uns vorbeifliegt, auch schon wieder leise und tiefer zu sinken. Das heißt, es ist durch reine mechanische Rotation, erleben wir so etwas wie eine Amplituden- und Frequenzveränderung.
Modulation, was die ganze Klangcharakteristik, die das Stück ausmacht, nochmal auf eine ganz eigenartige Weise neu transformiert hier in diesem Raum. Und in diesem Lautsprecherkarussell ist nun bis zum 11. April hier in St. Gertrud täglich von 15 bis 20 Uhr Tim Otto Roths Cold Harmonies zu erleben. Ein Stück, das der Komponist in Zusammenarbeit mit dem Sonderforschungsbereich 956 der Universität zu Köln entwickelte, der sich den Bedingungen und Auswirkungen der Sternentstehung widmet. Maßgeblich daran beteiligt ist der Astrophysiker Dr. Volker Ossenkopf-Okada, der den sogenannten Orionnebel analysiert, ein im Sternbild des Schützen tatsächlich auch bei klaren Nächten mit bloßem Auge wahrnehmbares Gasgebilde, eine interstellare, molekulare, riesengroße Wolke, die sich etwas unterhalb des Gürtels des Orion befindet, zumindest aus erdlicher, terrestrischer Perspektive. Und das Universum ist da kein reines Vakuum wie sonst an den meisten Stellen, sondern es enthält verschiedene Moleküle. Da ist Kohlenmonoxid, da ist Kohlenstoff, da ist Wasserstoff, Wasser und andere Ammoniak, andere Moleküle sind da in riesigen Gaswolken vorhanden, die durch umliegende benachbarte Sterne angestrahlt bzw. ionisiert werden und selber anfangen zu leuchten. Und dieses über 1350 Lichtjahre entfernte Gebilde können wir hier teils mit bloßen Augen in den einzelnen Strukturen, Zusammensetzungen, Dichteverhältnissen und in seiner molekularen Struktur dank hochauflösender Teleskope analysieren. Das machen die Astronomen. Hinzu kommt, dass die Gaswolke sich mit hohen Geschwindigkeiten bewegt, was im Teleskop in der Wahrnehmung das Licht, das von dieser Wolke ausgesendet wird, verfärbt wird. Das Spektrum ändert sich, indem die Gasmoleküle sich von der Erde sehr schnell entfernen, wird das Spektrum eher rötlich gefärbt. Kommen sie auf die Erde zu aus der Perspektive, werden sie eher blau eingefärbt. Das kann man über die Teleskope sehr gut wahrnehmen. Besonders interessant ist der Orionnebel für die Astronomie insofern, als sie hier durch die Zusammensetzung, durch die unterschiedlichen Dichtegrade und die Energie der hier versammelten Moleküle etwas beobachten kann, was möglicherweise auf die Entstehung eines oder mehrerer neuen Sterne hindeutet. Das ist kein Prozess, der innerhalb von kürzerer Zeit abläuft, sondern in Jahrhunderttausenden oder gar Millionen. Und inwiefern man hier exemplarisch im Orionnebel so eine Sterngeburt verfolgen kann, sich auch Aufschlüsse darüber erhofft, wie überhaupt das Universum entstanden sein könnte. Tim Otto Roth nutzt nun also diese von der Astronomie ermittelten Daten über den Orionnebel, indem er sie auf das Heaven's Carousel und das Stück Cold Harmonies überträgt. Also die Zusammensetzung der Moleküle, deren Frequenz, deren Lichtfrequenz und auch deren Geschwindigkeit sind Parameter, die in die Cold Harmonies übersetzt werden. Also Lichtfrequenzen werden in hörbare Schallfrequenzen übersetzt. Das ist eine Art Sonifikation, wie es in der Wissenschaft durchaus üblich ist, um bestimmte den menschlichen Sinnen nicht zugängliche Phänomene oder riesige komplexe Datensätze auf irgendeine Weise sinnlich erfahrbar zu machen, eben auch auf eine auditive, hörbare Art und Weise. Zum Beispiel die Regelmäßigkeit von Wassermolekülen bilden sich in den Cold Harmonies ab als relativ harmonische Obertonfrequenzspektren, wo wir ganz klare konsonante Intervalle wie Quinte, Quarte oder Terzen auch heraushören können, während andere Molekülstrukturen zu sehr disharmonischen Komplexen führen können. Es gibt Aufrauung, es gibt Mikrotöne, es gibt Frequenz,
Modulationen, Schwebungen. Und genau das ist es, was den Komponisten Tim Otto Roth hier besonders interessiert, eben eine neue Art von Harmonik, die sich jenseits der traditionellen Dur-Moll-Tonalität oder auch des chromatischen, diatonischen Tonsystems bewegt, sondern ganz andere mikrotonale, mikrointervallische Klanglichkeiten genauso auch erlaubt. Und da im Orionnebel eine Durchschnittstemperatur von minus 260 Grad herrscht, das ist sehr, sehr kalt und bewegt sich nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt, wo jede Molekülstruktur anfängt zu erstarren, nämlich bei 273 Grad 0 Kelvin. Also diese sehr kalte Region gibt natürlich auch dem Namen der Cold Harmonies den Titel. Und ich denke, es hat aber auch noch einen zweiten Aspekt. Diese Kälte ist eine, die ja auch diesen sehr nüchternen wissenschaftlichen astronomischen Datensatz übersetzt. Und es ist erstmal, da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück, keine unmittelbar warme Gefühle, Ausdrücke, Ideen, expressiv ausdrückende Musik. Dazu würde ich aber gerne noch etwas weiter ausholen. Der Komponist übersetzt also astronomische Daten in hörbare Klänge und das wirft die Frage auf, komponiert er hier? Ist das, was wir hier erleben, tatsächlich Musik, zumindest im traditionellen Sinne? Ich möchte der Frage ein bisschen nachgehen und sie auch beantworten mit einem eindeutigen Ja dann, wie sich zeigen wird. Insofern ich mal ein bisschen in dieses historische Verhältnis zwischen Wissenschaft und Kunst beziehungsweise Astronomie und Musik zurückblicke. Die Antike kannte die sieben freien Künste, die sogenannten Septem Artes Liberales, und unterschied zwei Kategorien. Einmal das sogenannte Trivium der drei sprachlichen Künste, worunter die Grammatik, die Rhetorik und die Dialektik bzw. Logik verstanden wurde, und das sogenannte Quadrivium der vier mathematischen Künste mit der Arithmetik, der Geometrie und eben der Astronomie und der Musik. Das wirkt für uns heute etwas eigenartig, dass hier damals in der Antike bis weit ins Mittelalter und in das Barockzeitalter hinein Musik primär als eine mathematische Kunst gesehen wurde. Und tatsächlich ist bis ins Barockzeitalter hinein ja auch Musik nicht nur immer als praktisches Komponieren und Aufführen von Musik verstanden worden, sondern immer auch als Theoriebildung, als Theorie von Tongesetzen, Intervallstrukturen, auch Tonleiter, Tonsystemen. Und etwas von dieser Tradition hat sich zweifellos auch in der Moderne wieder gezeigt, dass Musik die Nähe oder Künstler, Künstlerinnen, Komponisten, Komponistinnen genau auch wieder auf eine wissenschaftliche Art und Weise sich nicht nur Schallphänomenen nähern, sondern auch anderen Wissenschaftsbereichen mit auseinandersetzen. Und dass die Musik später eigentlich mehr sprachlich, expressiv, den Ausdruck, Gefühle transponierend verstanden wurde, hatte zur Folge, dass sie seit dem Barockzeitalter bis heute eigentlich dem Trivium, den sprachlichen Künsten, zugeschlagen wurde. Sie wurde in gewisser Weise trivialisiert, nicht mehr mathematisch primär verstanden, sondern nein, als eine Klangrede. Und gerade das Barockzeitalter ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie rhetorisch mit einzelnen rhetorischen Figuren diese Musik auch komponiert war, um bestimmte Affekte, Gefühle zu transportieren. Wir kennen das durch die Klassik und die Romantik bis in die Moderne hinein, dass diese Musik primär sprachlich verstanden wurde, und die Avantgarde hat dann nach 1950 genau auch mit dieser rhetorischen Tradition auf eine sehr radikale Weise gebrochen und auch wieder wissenschaftliche, sehr mathematische, forschende, physikalische Aspekte in den Vordergrund gestellt, sodass wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich auch wieder verstärkt beobachten können, dass es hier eine Nähe zwischen Musik und den mathematischen oder den wissenschaftlichen Disziplinen gibt.
Seit der Antike besteht eine Verbindung zwischen Musik und Astronomie. Das geht maßgeblich auf Pythagoras und Ptolemäus zurück. Pythagoras war ja derjenige, der ein Monokord genommen hat, ein einseitiges Instrument, und der festgestellt hat, dass wenn er bestimmte Punkte dort abgreift, Obertöne, Teiltöne entstehen, und festgestellt hat, dass diese Teiltöne nach ganzzahligen Proportionen sich weiterbilden. Die exakte Teilung dieses Monochords in der Mitte erzeugt die Oktave, die das Zahlenverhältnis 1 zu 2 hat. Die Quinte hat das Zahlenverhältnis 2 zu 3, die Quarte 3 zu 4 und so weiter. Ganz klare Proportion in der Intervallstruktur. Ptolemäus 400 Jahre später sah nun genau diese Intervallverhältnisse abgebildet in dem, was er die Sphären nannte, nach dem sogenannten geozentrischen, dem ptolemäischen Weltbild mit der Erde im Zentrum, umgeben von kristallinen Sphärenschalen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten rotierten, und durch diese Rotation, an denen die Planeten entsprechend und die Sonne und der Mond aufgehangen sein sollten, Töne erzeugten, die in genau denselben Intervall-Proportionsverhältnissen sich bewegten, wie das Pythagoras 400 Jahre zuvor auf dem Monochord mit den Obertönen festgestellt hatte. Das heißt, Musik war lange Zeit bis ins Mittelalter und Barock hinein eigentlich angehalten, sozusagen genau diese Sphärenharmonie auch in irgendeiner Weise abzubilden, um damit auch dem großen Schöpfer Gott letztlich zu preisen, ihm zu huldigen. Und wenn wir auch noch bis in Barockzeitalter bei Johann Sebastian Bach schauen, finden wir verschiedene Proportionskanoi, die genau mit diesen ptolemäischen Proportionen noch arbeiten, um sozusagen da auch im Kleinen der Musik das Große des Kosmos in seiner Weltenharmonie, der Sphärenharmonie abzubilden. Also auch in einem Zeitalter, als längst schon Kopernikus, Kepler oder Galilei und andere das alte geozentrische ptolemäische Weltbild durch das heliozentrische ersetzt hatten. Tim Otto Roth übersetzt nun in seinen Cold Harmonies nicht mehr das alte ptolemäische Weltbild mit den Sphärenharmonien in Klang, sondern stützt sich auf die Datensätze der modernen Astronomie, die nicht zuletzt das Hubble-Weltraumteleskop uns vom Orionnebel, dieser interstellaren riesigen Molekülwolke, liefert. Statt einfache Intervallverhältnisse können wir eben dann auch ganz andere Klangstrukturen, Harmonien erleben. Es sind oft sich interferierende, nahe benachbarte Frequenzen, die sich gegenseitig wechselseitig modulieren, aufrauen. Es gibt geräuschhaftere Strukturen, dann aber plötzlich doch auch wieder sehr konsonante Strecken, aus auch verschiedene Dichteverhältnisse, energetische Grade, die natürlich auch korrespondieren mit der Geschwindigkeit der Rotation des Heavens Carousel, was wir hier im Hintergrund sehen können. Ja, damit hat sich die Frage, ob es sich um Komponieren und um Musik handelt, eigentlich fast schon von selbst beantwortet. Zweifellos ist es Komponieren, einen außermusikalischen Gegenstand in Klänge zu übersetzen und das natürlich zu tun nach bestimmten Filter- und Gestaltungskriterien. Und wir werden hier auch die Cold Harmonies zweifellos als Musik erleben, hier in St. Gertrud zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten vorgegebenen Ort, als eine sehr immersive, beeindruckende, faszinierende Raumklang-Licht-Bewegungsinstallation, in die man eintauchen kann, die man sich aktiv erschließen kann, in der man sich bewegen kann, zu der man verschiedene Perspektiven, Hörperspektiven einnehmen kann. Also man ist sozusagen eingeladen, auch das, was bereits komponiert wurde, nochmal selber mit zu komponieren. Jeder Einzelne kann durch seinen Gang
hier einen eigenen Bezug zu dieser Installation herstellen. Die Musik ist doch eine andere, als wir sie sonst so gewohnt sind. Sie ist eben gerade nicht mehr von sich aus sprachhaft, mitteilend, rhetorisch, expressiv, sondern wir machen das vielleicht auch genauso, wie wir sie individuell im Raum uns erschließen, werden wir unsere Gefühle, Eindrücke in sie hinein projizieren. Sie ist nicht primär Ausdruck oder ausdrücklich, aber vielleicht gerade deswegen umso eindrücklicher. Damit bin ich am Ende und wünsche Ihnen allen ein schönes Eintauchen, eine tolle Klang-Lichterfahrung hier in St. Gertrud mit den Cold Harmonies im Heaven's Carousel von Tim Otto Roth. Und etwas sei vielleicht noch verraten für die Osterfeiertage, die auf uns zukommen. Der Komponist hat angekündigt, dort noch etwas Besonderes zu leisten, indem er die Orgel von St. Gertrud mit dem Heaven's Carousel koppelt, sodass Pfeifentöne der Orgel auch über diese Rotationslautsprecher abgespielt werden können. Es findet sozusagen eine Verbindung zwischen dem alten Instrument der Liturgie und der christlichen Verkündigung und diesem neuen Instrument oder orchestralen Lautsprecherensemble statt, das uns auch nicht zuletzt durch Daten des Hubble-Weltraumteleskops zwar im Orionnebel nicht den Sitz Gottes erwiesen hat, aber doch vielleicht mit der modernen Astronomie das Universum ein bisschen näher gebracht hat. Und wenn es auch die Astronomie nicht wirklich restlich erklärt, sondern eigentlich immer noch uns staunen lässt, dass das Universum so ist, wie es ist. Frohe Ostern.